Bäckerbabe Theresa muss sich heute bei der Kartoffelernte als Chefin beweisen. Alle fahren hintereinander, so viel Macht und Power und sieht schon cool aus. Alles hört auf Theresas Kommando. Ich stehe da, aber guck mir zu, das gibt's doch nicht. Noch liegt das große Geld der Familie unter der Erde. Oh Gott. Ist Theresa der Verantwortung schon gewachsen? Scheiße. Rinteln in Niedersachsen. Heute soll im Familienbetrieb der Kastnings die Kartoffelernte starten. Drei Felder mit insgesamt 20 Hektar muss Theresa mit einem 12-köpfigen Ernteteam in den kommenden Tagen bearbeiten. Zum ersten Mal hat Theresa das Sagen und koordiniert die Ernte auf dem Acker. Im Einsatz 2 Lkw, 2 Roder und 4 Trecker. Einer davon ist Theresas Lieblingstrecker, ein Erbstück vom Opa. Das hatten wir vor ein paar Tagen schon mal. Wir haben, bei Mercedes ist es so, da gibt es so ein, in der Kupplung durch die Ausnutzung ist wie so ein Relais, so ein Rädchen quasi, ein Kontakt, der Fischer nicht hin ist. Ich ein bisschen warte. Ja, wenn er jetzt nicht anspringt, dann muss ich ihn vielleicht überbrücken. Vielleicht. In einer halben Stunde ist das Tracker-Babe mit den Helfern auf dem Feld verabredet. Nee. Oh, fuck. Da hilft nur eines, kurz schließen. Und jetzt geht's los zum Feld. Zum Glück ist das Feld nur 3 Kilometer weg. Aber im Trecker-Tempo geht's nicht schneller als 40 km/h. Theresa steht heute unter doppeltem Druck. Sie muss ihren Eltern und den Männern aus dem Ernteteam zeigen, dass sie den verantwortungsvollen Job im Griff hat. Natürlich ist es schwer in so einer Branche, in einer körperlichen, anstrengenden Branche oder eine Branche, wo halt eigentlich das so eher die Männersache ist, sich da als Frau zu beweisen oder auch zu sagen, ey, Mensch, guck mal, das, was ihr könnt, das können wir auch und wir schaffen das und alles. Das ist nicht so ohne. Aber man macht es ja auch gerne und ich bin so groß geworden und deswegen will ich das auch gerne weitermachen. Also ich kenne es halt nicht anders. Die Landwirtschaft liegt Theresa halt im Blut. Den Betrieben von meinen Eltern steckt halt total viel Geschichte hinter. Wie gesagt, schon seit über 15 Generationen. Und das sind ja schon ein paar Jahrhunderte mittlerweile. Ich will halt gerne die Betriebe weiterführen, weil es einfach, ich bin so groß geworden, erstmal so die Leidenschaft, aber andererseits ist es auch einfach, man weiß, es ist seit Generationen, da kannst du das nicht einfach aufgeben. Die 23-Jährige will später alle 3 Höfe übernehmen. Ich bin ja mit der Landwirtschaft groß geworden, mit den Maschinen, mit dem Trecker auch. Ich brauche das einfach auch jeden Tag irgendwie so, wenn ich nach Hause komme, erstmal eine Runde Trecker fahren. Mit 15 Minuten Verspätung rollt das Trecker-Babe am Treffpunkt ein. Eigentlich sollte die Chefin ja mit gutem Beispiel vorangehen und pünktlich sein. Theresa hat Glück. Vom Rest des Teams fehlt auch noch jede Spur. So, wir sind jetzt am Acker, aber die anderen sind noch nicht da. Ah, da kommen sie. Anderer Ort, anderes Trecker-Babe. Für Margot geht es um alles. Wenn wir noch bio bleiben möchten, dann muss eine größere Weide errichtet werden. Sogar ihre Lieblinge stehen unter Beobachtung. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich eine von meinen Milchkühen weggeben müsste. Der Bio-Bauernhof steht auf dem Prüfstand. Der Zeitdruck wird immer größer. Es werden leider nicht mehr Landwirte, wir werden immer weniger. Der Hof ist Margots Leben und diesen Traum will sie nicht aufgeben. Niemals. Jetzt auch schon noch sehr trocken, gell, schon wieder, ja, eigentlich. Ja. Ne? Lackendorf, Österreich, in der Nähe der ungarischen Grenze. Hier liegt der Bio-Milchkuhbetrieb von Tracker Babe Margot. Das Familienunternehmen war 1980 der erste biologische Bauernhof im Burgenland. Darauf ist Familie Pölz mächtig stolz. Die Auflagen für die biologische Viehwirtschaft werden allerdings von Jahr zu Jahr strenger. Wir sind gerade im Endspurt, damit wir unsere Weide fertigstellen können. Denn wenn wir noch bio bleiben möchten, dann muss eine größere Weide errichtet werden.
Hier geht es gerade um das letzte Tor, die eigentliche Verbindung von unserem Stallgebäude zur bestehenden Koppel und zu der neuen Koppel, wo unsere Mädels, unsere Milchkühe, dann mehr Weidefläche zur Verfügung gestellt bekommen. Und natürlich fiebert man auch ein wenig mit, denn morgen steht dann die eigentliche Biokontrolle an, wo wir dann das Ganze auch noch vom Gesetz her prüfen und abnehmen lassen. Und natürlich hat man da schon ein bisschen eine innere Spannung und hofft, dass das alles noch rechtzeitig fertig wird. Christoph, kommst du bitte mit mir mit? Wir haben nämlich gestern ein nicht so ideales Brett angeschraubt und das würden wir jetzt noch schnell mit einem guten Brett dann austauschen. Suchen wir uns drüben das Brett raus. Die Chefin schafft an und der kleine Bruder macht. Die ist gut. 2016 hat die Agraringenieurin das Familienunternehmen in der vierten Generation als Teilhaberin übernommen. Bio ist in Margots Familie mehr als nur ein Siegel, es ist eine Lebenseinstellung. Um den neuen Auflagen gerecht zu werden, musste Margots Familie Land vom Nachbarn dazu pachten. Die neue Weidefläche um den Stall ist nun 2,7 Hektar groß und komplett eingezäunt. Es war sehr viel Aufwand. Wir waren sicher 15 Leute, die hier 48 Stunden durchgearbeitet haben, um diesen Weidezaun errichten zu können. Ich habe Blasen an den Blasen, weil es ist natürlich schon auch eine körperliche Arbeit. Da kann man nicht sagen, ja, das kann man alles maschinell machen. Aber für mich lohnt es sich durch und durch, denn mir liegen meine Milchkühe sehr am Herzen. Und wenn ich heute der Bio-Verordnung nicht mehr gerecht werde, also ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich eine von meinen Milchkühen weggeben müsste. 160 Rinder gehören zum Hof. 85 davon sind Milchkühe. Aber ich hätte auch nie sagen können, nein, wir machen nicht mehr die biologische Landwirtschaft weiter, denn unser Betrieb wird seit 1980 biologisch geführt, zu einer Zeit, wo noch niemand etwas über biologische Milchviehhaltung wirklich, also einen Wert darauf gelegt hat, wo man noch belächelt wurde, wenn man gesagt hat, nein, man bringt keinen Dünger auf den Feldern aus, keinen künstlichen Dünger, oder man fährt nicht mit der Spritze übers Feld. Wird Margots Biobauernhof die ersehnte Zertifizierung kriegen? Und bekommt Theresa das große Team und die neuen Maschinen in den Griff für eine erfolgreiche Kartoffelernte? Gleich bei Abenteuer Leben.